Ja, damit kann ich leben. Das ist okay. So, was haben wir hier? Eisenerz. Jo, das brauchen wir dann. Kobalterz. Super. Also, wir haben schon mal das. Das ist viel wert. Das ist wirklich viel wert. Sauerstoffgenerator haben wir natürlich jetzt an Bord. Das ist Standard, wenn man mit dem Schiff neu spawnt. Wir können uns das Eis theoretisch holen einfach. Und dann können wir dann bei Zeiten. Ich hoffe, dass man das jetzt noch einstellen kann. Aber eigentlich kann man das Safe Game noch ein bisschen verändern. Man kann dann auch kreativ nochmal gehen im Safe Mode und alles. Ja, mit dem kleinen hier, mit dem Schweißgerät, dann können wir Sachen reparieren. Wenn wir rangehen, sehen wir leichte Panzerung, Rampe. Na, das ist halt das Objekt, das ist so leicht schräg. Braucht 3 Stahlplatten und nochmal 10. Das hier, hier ist sogar nicht fertig. Das sieht man, es fehlt noch was. Das sind erst 17 von 20 Stahlplatten und nochmal 0 von 5. Also hier fehlt quasi noch was, ne? Wir haben richtig schön viel Uran, ja. Das ist gut. Hier ist unser kleiner Reaktor. Der versorgt das Schiff mit Energie. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen dabei weiter auf. Wir gehen erstmal hier, wir drücken jetzt mal T. Jetzt könnt ihr mal unten gucken, Energie füllt sich auf. So, also wenn ich halt hier bin, dann tue ich das gleich auffüllen. So, wieder raus. Wuhu. Hier war das Eis. Iron. Okay, mit C können wir auch die Höhe ein bisschen ändern. Lal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 a. Wir bauen uns in den Asteroiden rein. Lalalalalala. Was ist das? Das ist jetzt aber nur Stein, ne? Kluge. Hallo. Und weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Hey. Ach hier. So. Ich komme nicht weiter vor. Oh. Ja, hier fliegen die jetzt nicht wirklich raus. Die fallen sogar eher wieder Richtung Kern des Asteroiden. Natürlich hat der Kern, der Asteroid eine gewisse Schwerkraft. Ist natürlich vollkommen klar. Ich weiß gleich gar nicht mehr. Normaler Stein kann man zu Kies verarbeiten, aber ich weiß gar nicht mehr. Weiß gleich gar nicht, wofür man Kies braucht. So. Das Eis krabbeln wir uns hier weg. Dann können wir uns dann Sauerstoff draus generieren. Wenn das jetzt so gut läuft, auch mit dem Uran halt, dann können wir eigentlich das bei Zeiten anmachen, würde ich sagen. Huch. Lal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 a. Einigen wird das vielleicht so vorkommen wie so ein Minecraft. Ich finde aber eben diesen Aspekt, dass es Weltall ist, so toll. Weil, wie gesagt, ich liebe Weltall. Also ich war auch in meiner Schulzeit, war ich im Astronomie. Da gab es, man musste sich dann Wahlfächer auswählen. Ja, man musste sich Wahlfächer wählen. Das war schon der erste lustige Witz an der ganzen Geschichte. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, für was interessierst du? Für was interessiere ich mich? Von allem, was ich halt wählen konnte. Und ja, das war eindeutig bei mir. Also Weltall halt, das mochte ich. Und dann stand da auf dem Zettel Astronomie und ich so, yeah, geil. Ja, dann war ich dann im Astronomietrupp dabei. Was ich sau geil fand, ganz ehrlich, weil ohne Scheiß, bei uns Astronomie war Hammer in unserer Schule. Da fliegt Eis, das will ich mir holen. Ja, Exkursion ständig. Und bei den Exkursionen dann halt, wenn die abends waren, weißt du, musst du am nächsten Tag auch nicht mehr in die Schule, dann hieß es ja, ja, dann abends Exkursion, bis in die Nacht rein, also bis in die Nacht irgendwo draußen rumstehen und Sterne beobachten, was ich total toll finde. Ja, keine Kaffee dazu und Energy dazu. Teleskop hinbauen auf der großen Wiese, schön warm im Sommer. Ganze Nacht draußen und Sterne beobachten könnte ich. Also es ist fällt mir total leicht sowas. Wo ist? Woher ist Nicole denn weggeflogen? Hallo? Da habe ich doch jetzt gerade gesehen, dass du in die Richtung geflogen, oder ne? Habe ich denn noch? Okay, wir haben noch ein bisschen. Im Kreamut hat man das natürlich hier nicht, also da hat man keine Begrenzung, da kann man halt bauen unendlich und alles, was man baut, ist direkt auch gleich fertig. Also man muss ja nicht erst noch irgendwie die Ressourcen reinballern oder so. Da ist halt Kreativmodus, wie man es kennt. Halt, 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 das ist Uran! Nein, Uran, komm zurück! Da fliegt noch ein Turnschlag. Das holen wir uns noch. Wenn man da jetzt unten herangeht.
Sobald es im Fadenkreuz ist, sieht man, was da drin ist. Es sind 105 Einheiten. Ich weiß gar nicht, ob das sind das Gramm oder was. Da fliegt es! Meins! Komm her, du! Ja! Ich hab grad noch irgendwo Eisen. Ich hab doch gerade noch irgendwo Eisen rumfliegen sehen. Da! Wohin? Nein, fliegt da was Schwarzes, oder? Oh, Mist! Halt! Halt, 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 halt! Dahin fliegt da was Schwarzes. Hurra! Nein! Zu weit! Wo ist es hin? Ach hier! Halt! Komm her, komm her! Da, da, da. Bleib hier! Was haben wir? Oh, Uran, ja, super! Eis haben wir auch, Eisen und Kobalterz. Für andere Erze müssen wir dann halt auch mal ein bisschen woanders hin. Was zum anderen Asteroid? Ist das Gold? Das da? Das ist Eis. Das sieht man. Das könnte auch Eis sein. Wird es auch nochmal anscheinend. Da drüben scheint auch nochmal Uran zu sein. Hier ist jetzt das Schiff. Da ist noch Eisenerz. So. Dann hauen wir das mal hier hinten rein. Da können wir direkt von hier außen rangehen. Das hier ist ein Gyroskop, dass man halt links, rechts, oben, unten, Mitte, überall hin kann, dass man das Schiff halt wenden kann. So, hier ist unsere Raffinerie. Da packen wir das Uran gleich mal mit rein. Kobalt auch. Eisenerz auch. Und das Eis. Nee, das Eis kommt gar nicht hier rein, das kommt hier rein. Ja. Uran haben wir jetzt ein bisschen was. Darum sage ich mal, mach mal Eisen jetzt zuerst. Na, jetzt produziert er Eisen. Und wenn wir jetzt, das hier müsste, ach nee, das ist der Sauerstoff, das ist der Sauerstoff, Generator hier, der aus dem Eis Sauerstoff generiert. Hier ist unser kleiner, Generator, Nukleargenerator, ja. Das ist der Verteiler. Wo ist denn jetzt, da muss ich da rein? Hilfe. Ich speichere mal, ne? Ich speichere mal. Hui. So. Und alle. Zack. Raffinerie. Ah, hier oben. Assembler. Ja. Der hat jetzt natürlich nichts, wenn wir jetzt auf Produktion gehen. Und jetzt einfach sagen, ich will jetzt 100 mal eine Eisenplatte. Na, dann holt der das Montagegerät sich natürlich das Eisen von hier, aus der Raffinerie, holt er sich das raus. Ja, und baut das dann halt. Na, jetzt arbeitet er. Wartet, ich wollte noch mehr machen. Ich würde sagen, als erstes reparieren wir erstmal unser Schiff, was wir haben. Weil wenn das kaputt geht, dann sind wir hinüber. 200 davon. 100 das, 100 das, 100 das, 100 das, 100 das. Wir haben ja hier einen kleinen Cargo-Container. Sollte fürs erste reichen. Energie 58%, das geht. Wisst ihr was? Ich krall mir mal die paar Panzerplatten. Panzerplatten, die paar Platten. Und wir reparieren erstmal hier so. So. Na, wieder gerade. Zack. Sehr schön. Mich stört das immer hier, das Schiff, wenn ich damit anfange und das sieht so aus. So. Warum ist jetzt hier die Kante? Weil das eine andere Farbe ist. Ja? Da vorne? So. Okay. 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 Also ein bisschen reparieren erstmal. Hier auch. Das ist ganz. Hier drinnen scheint alles ganz zu sein. Wir müssen mal von außen gucken. Ah, ja, ja, okay, hier ist noch einiges im Argen. So, ihr seht auch, ne? Also, wenn ihr jetzt hier dagegen schießt, es gibt natürlich schon Waffen hier, ist ganz klar. Wenn man hier dagegen schießt, dann verformt sich das alles natürlich auch. So, hier bauen wir mal zu. Ich überlege gerade, kann man da vielleicht auch. Wir können das Schiff natürlich schon später mal umbauen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich würde es schon gerne irgendwie umbauen. Oh, jetzt reichen unsere Platten gar nicht mehr. Ach ja, wir könnten aber theoretisch gleich von Richtung Sonne ist auch ein Asteroid.
Wir können uns das direkt von hier rausholen. Da die jetzt alle verbunden sind, die ganzen Maschinen, kann man das natürlich gleich rausholen. So. Ja, und halt auch die Produktion von denen und wie schnell die halt auch die Erze raffinerieren, das kann man natürlich alles einstellen. Und wie gesagt, das kann man vielleicht noch hochsetzen, da muss ich immer noch mal schauen im Video. Später dann wird das wahrscheinlich ziemlich nervig. Gut, wir können mehrere einfach von den großen Raffinerien bauen. Es gibt ja noch kleinere Raffinerien-Ausführungen jetzt und... Oh, da ist auch noch was, das will ich aber ganz haben. Komm ich da rein? Hallo, hallo, ich möchte da hin, ich möchte... das ist jetzt doof. Ja, da komme ich ran, ja. Ach, ich kann an das andere noch rankommen. Von innen, nee, komm ich nicht ran, das ist ja nur der, hinter dem Triebwerk. Aber in den Triebwerken vergreife ich jetzt mich jetzt mal nicht. Oh, da ist eine Delle. Hier ist eine Delle. Ist hier alles ganz ansonsten? Na, hier. Sehr schön. So. Ach, die Musik. So, was haben wir hier? Hier auch noch. So. Sieht doch schon ganz formidabel wieder aus. So. Hier auch. Ist das hier... Ist das normal? Ach nee, gut, hier ist eingedellt. Okay. Hier ist auch noch. Mal ist repariert. Ja, so. Dabei kann auch... Oh, wir haben noch 30% Energie. Ich sehe es gerade. Wir müssen gleich rot werden. Und uns sagen, hier, ihr müsst Energie auffüllen. Ganz schnell. Dann zeige ich euch nochmal, dass man Energie auch anders auffüllen kann. Also nicht nur, man muss nicht unbedingt anders... An die Krankenstation gehen. Es gibt noch einen anderen Weg, die aufzuladen, die Energie. Das zeige ich euch gleich. So, dann gleich rot werden hier. Und Alarm schlagen. So. Wir haben auch alles repariert. Da ist noch was. Da ist noch was. Und da fehlen uns Stahlplatten. Aber es hat im Prinzip gereicht. Ist gar nicht so schlecht. So, 20%. Ich gehe mal kurz rein. Huch. Ja, also man kann hier hingehen und auf T drücken, dann lädt es das wieder auf. Oder. Man klettert sich einfach hier rein. Ja, ihr seht schon, dann lädt sich das auch wieder auf. Bei welchen haben wir jetzt das R? Da haben wir das abgefördert, ne? Da gehe ich mal, ich fliege mal näher ran. Jetzt sieht man auch Tempo, erhöht sich und Energieverbrauch vom ganzen Schiff jetzt, wenn ich die Triebwerke quasi aktiviere. Wie hoch der Energieverbrauch, der steigt dann natürlich enorm. Wenn ich jetzt noch lenke dazu, steigt er immer weiter. So. Wie lange reicht denn Energie jetzt? 4 Stunden. Hm. Wieso ist es weniger geworden? Was? Das ist weniger geworden. Wieso? Uran wird doch schon weiter produziert. Das verstehe ich jetzt nicht gerade. Gerade gar nicht. Na gut. Ach ja. Wir holen jetzt erstmal... Ist die Wand auch schief? Ja. Ich würde sagen, gehen wir erstmal weiter auf. Ich bin runtergefallen, ich hatte mein Triebwerk nicht an. So, wir holen mal den Rest. Wie gesagt, ihr seht schon, Energieverbrauch 4 Stunden. Wir haben noch 4 Stunden Energie jetzt. Ja. Wir brauchen viel Uran. Wenn wir Uran haben, dann. Ich würde sagen, wir bauen. Huch! Ist irgendwas weggeflogen? Ja, da. Nein, komm her, du, komm her, du, jetzt. Also, wenn man jetzt hier auch Mehrspielermodus spielt, mit richtig vielen Leuten, das fetzt bestimmt total. Wenn man anfängt, hier zusammen zu bauen und so Riesenschiffe zu bauen, Survival-Modus macht das auch richtig Spaß, muss ich sagen. Achso, hier war, das war. Huch. Juhu, komm her, du. So. Das ist. Nix, ja. Da ist gerade was weggeflogen, ich hab's genau gesehen. So. Überall fliegt es weg. Nein, komm zurück.
Da hinten sieht man, ah, guckt mal, da hinten, Mining. Ja, das ist ein Minenschiff, was ihr da hinten gerade seht. Das fliegt aber schnell, das fliegt aber schnell, das fliegt aber schnell. Wo ist es hin? Das fliegt langsam, das ist es nicht. Da. Oh, hallo? Was? Jetzt habe ich das nur angeschubst. Oh, Mist. Komm, Edu. Jetzt, komm. Was ist jetzt los? Jetzt leckt's. Nicht lecken, nicht lecken, jetzt nicht lecken. Was? Nein! Ach, Mist, das kriege ich nicht mehr. Jetzt hat es geleckt. Ach, doof. Da ist noch Eisen. Ach ja, guck mal, hier liegt noch. Guck mal, das wartet ganz brav. Uranium. Komm her, du. Eisenerz. Na, also für Eisenerz müssen wir, brauchen dann später definitiv ein Bohrschiff. Wie gesagt, was? Ah, nicht schon wieder. Also leckt dann, wenn ich so schnell mache. Leckt das. Doch, dass es so schnell bewegt hier wahrscheinlich. Komm her, du. Jetzt. Komm her, du. Na, jetzt aber.